Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Jetzt muss ich aber einmal eine Sache schauen. Ah, da brauchen wir auch Schmiermittel zu. Ich verstehe. Weil ich möchte eigentlich, das hier möchte ich eigentlich mal... Lass den Quatsch, Trigger. Zack, machen wir mal so. Können wir die irgendwie ausschalten? Nee, war nur aufsammeln. Sammeln wir sie auf. Lass den Quatsch. Ey, sammle ich das noch weg. Brauchen wir nämlich, glaube ich, nicht mehr so viele. Wenn wir hier mal reinschauen möchten. Was? So viele Züge kann ich ja gar nicht bauen. Habt ihr schon gesagt, wie wir das mit dem Öl machen wollen? Wahrscheinlich schon, aber ich... Jetzt ist es zu früh, zu spät. Naja. Also wenn ihr das hier seht, habt ihr bestimmt schon was gesagt. Also von der Zugidee nehmen wir mal auf jeden Fall Abstand, weil es zu kurz für den Zug. Wir könnten unsere guten neuen blauen Fließbänder nehmen. Könnten allerdings auch... Ach, war ich etwa da drüben, um rote Fließbänder zu holen? Da vergessen, rote Fließbänder zu holen? Kann das eventuell sein? Kommt davon, wenn man Pause macht immer. Kennt ihr das Spielchen? So. Mach mal erstmal so. Dort da. Jetzt habe ich gerade mal wieder... Rembo, der beste Koch der Welt, habe ich mir gerade wieder angeguckt. Jetzt habe ich gerade wieder aus Bedürfnis, die ganze Zeit so zu reden. Ihr wisst schon, wie ich meine. So, und jetzt... Rinn in die Jutta-Stube hier. Zack. Mache blaue Fließbänder. Ach so. Hat einen kleinen Haken der Plan, ne? Merkt ihr auch. So, fertig, sehr Lachs. Kommen sie, die blauen Fließbänder. Geilometer. Wollen wir mehr? Wir wollen mehr. More. Mehr. Mehr. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Problem ist auch so eine Sache immer, ne? Das ist natürlich Quatsch, was ich hier gemacht habe. So. Ja, lass das. So, so. Und lass das. So. Jetzt haben wir, ja. Jetzt ist nicht, ja. Wenn ihr versteht, was ich ein Mann bin. Ja, halt die Sache mit den ganzen Bonus. Dingen, die müssen wir, glaube ich, machen. Müssen wir hier, glaube ich, auch noch irgendwie wenigstens so ein bisschen produzieren. Ich meine... Diese hier, die unterirdischen und die... Warte mal. Die unterirdischen brauchen schon mal kein Schmiermittel. Das ist schon mal gut. Eisenplatten und die Fließbänder. Das würde so gehen. Passt mal auf, wir machen das mal. Machen das mal einfach nur ein bisschen provisorisch, glaube ich. Wir machen das mal. Passt mal auf, wie wir das jetzt hier machen. So. Wir brauchen noch mehr Fabriken. Mach sie alle. Mach sie alle, mach sie tot. Mach sie schnell zu Knäckebrot. So. Zahnräder kriegen wir hier. Okay. Okidoki sagt Schmoki. Jetzt ist natürlich... Jetzt hier ist doch schon wieder... Mach mal ruhig nochmal eine Runde Zahnräder. So. Raus und rein. Kommen hier Eisenplatten. Ist auch schon wieder Mangel. Achso, Das könnte daran liegen, ich bin Omar Sharif. Nee, das war falsch. So lang. Hört ihr das Öl blubbern hier die ganze Zeit? Jetzt haben wir natürlich... Wollen wir das kurz? Wollen wir? Haben wir noch? Haben wir nicht. Warte kurz. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Trust me, I'm an engineer. Ja. So, kommt, wir klauen hier. Dann können wir nämlich einfach die Fließbänder mitnehmen. Die brauchen wir eh.
Ja, so. So. Was wollte ich bauen? Genau, schnelles unterirdisches Fließband wollte ich bauen. Und dazu wollte ich das langsame unterirdische Fließband hier klauen. Kurz. Kurz Klippo, Herr Eisen. Geht ja schnell, seht ihr? Zack. Gar keiner gemerkt. Ah, fast keiner. So. So. Nee, doch, war richtig. So. Ja. Es muss ein bisschen schneller gehen hier alles. Ja. So. Das ist doch schön. Wollen wir. Ja, ich will. So. Zack. Und Doppelzack. Nehmen wir jetzt einfach die blauen. Pfeifen wir jetzt drauf. Mehr Fließbands. Achso. Quatsch. Fließbands. Eisens. Aber wir... Gib mir auf den Knispel gerade, dass das immer so leer ist. Oh, was ist denn... Achso, nee. Hier oben erst. Ich wollte gerade sagen, voll leer die Batterien, aber... Nee, ist noch wartet. Ich wieder, ne? Nach links, und wieder zurück. Bin sehr gespannt jetzt auf unsere Express-Fliegspender. 54. Muss erstmal reichen. Hoffentlich kommen die blauen Arme da noch ran dann. Ihr habt es ja gesehen, bei den roten Fließbändern war bei den gelben Armen schon manchmal nicht mehr so schön. Laufen die einfach mal überall. Oh, ist die Kiste etwa voll? Die Kiste ist voll. Du, die Kiste ist voll. Können wir mal einen kleinen Zug durch die Gemeinde machen, ne? Und ich glaube aber auch Strommasts reichen. Strommasts reichen erstmal. Brauchen wir keine mehr. Was wollte ich machen? Ach ja, genau. Jetzt wird's interessant. So. Das ist schnell. Und jetzt kriegen vielleicht doch alle mal was ab hier. Guck mal, da kommt was durch. Warum ist denn hier so dunkel? Ich weiß, man sagt, im Dunkeln ist gut munkeln, aber... Nein, nicht mit mir. Zumindest nicht hier mit den komischen Aliens. Hallo? Ihr habt ja noch voll viel Muni. Nimm mal, mach mal voll. Ich habe mir gerade die Taschen mit Muni vollgepackt. Da könnt ihr doch hier nicht... Müsst ihr doch... Guckt euch an, 99 alle. So. Keck ist das. Sehr keck. Nur hier. Ha, guck mal, die sind fast leer. Fast leer, sagt er. Über 50 hatten die. Aber, mal ganz im Ernst. Lieber haben wir ein bisschen Muni übrig, als dass sie uns ausgeht. Das ist ziemlich eine der unschönsten Sachen, die man sich so vorstellen kann. In einer fremden Welt gestrandet. Voller Aliens. Und keine Muni. Hätte ich jetzt persönlich mehr weniger Lust drauf. Das repariere ich jetzt da nicht. So, hier ist überhaupt nichts los. Oh, die kassieren immer ganz schön hier. Ich glaube, da müssen wir bald mal auf Kriegsfuß gehen. Sergeant Kriegsfuß. Auf Kriegsfuß mit Major Payne, auch ein großartiger Film übrigens. Guckt euch mal, wie viele das sind da. Da kommen sie. Ich schieße mit. Ihr kleinen Arschis. Guckt es euch an, wollen wir mal? Wollen wir wahrscheinlich, ne? Oh. Nicht genug Komponenten. Was fehlt? Kühlchen fehlt. Kühlchen. Und ich habe auch nochmal geguckt. Ich glaube, wenn ich recht drüber nachdenke, also ich habe in der letzten Folge geguckt, habe ich ja gesagt, ja, müssen wir Ölfässer produzieren, aber wir brauchen gar nicht so viele, ne? Weil, wenn man das leer macht, kriegt man das leere Fass ja wieder. Guckt, Produkte, leeres Fass und 25 Öl.
Das heißt, wir könnten einen Satz Ölfässer, sage ich mal, machen und die immer im Kreis fahren lassen und auf der einen Seite voll machen und auf der anderen leer machen. Ist das prima oder ist das nicht prima? Oh, prima ist das nämlich. Wusste ich, dass ihr das so seht. So, wartet mal, apropos sehen. Speichern. So, hab nicht so richtig Lust, hier an den Aliens zu sterben. Bin ich jetzt so langsam? Achso, so. Unsere Kapseln sind noch nicht fertig. Wollen wir eventuell... Oh. Macht mir irgendwie nicht an. Oh, da kommen welche. Ich bin gar nicht hier. La la la. Jetzt kriegt ihr es. Hey, vielleicht nicht so. Oh, da ist noch einer. Ein kleiner Spucker. So, hier müssen wir nämlich die ganzen Würmer abwerfen. Passt mal auf. Oh, das sind viele. Das sind richtig viele. So, aua, 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 aua. Die spucken ja. Solche frechen Personen. Ja, einmal da hingeworfen. Ha! Da nochmal hingeworfen. Yes! Aber die können wir lieber abschießen, glaube ich, ne? Oh, obwohl, die halten auch ganz schön aus. So, meine Herren Würmer. Oh, 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 oh. Da bin ich in mein eigenes Gift jetzt reingelaufen. Das scheint eine verhältnismäßig schlechte Idee zu sein, in das eigene Gift reinzulaufen. So. Dauert denn schön lange hier mit dem Gift, wa? Die Kleinen verenden ganz gut. Na, sag mal. Aber die Würmer nicht. Ja, schmeiß nochmal. Aua. Jetzt wird's... Oh, mach mir nur nicht so einen Schreck. Ja? Ey, das war gar nicht der Plan. Habe ich da meine Giftkapsel verschwendet? Oh, ei, ei, ei. Wir haben überhaupt viel zu wenig Schrotkanmuni dabei. Ja. Machen wir hier nochmal hin. Das ist eine ganz schön krasse Siedlung hier, ne? Das ist eine ganz schön heftige Siedlung. So, ihr dämlichen. Hahaha. So, mach hier Kapaista den Scheiß. Lebt denn wohl? Oh, 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 oh. Erstmal auf die Leute schießen. Wir gehen mal ein bisschen dichter ran, dass wir die besser sehen. So, die Würmer haben wir alle erlegt. Kann das sein, eventuell? Sieht gut aus, ne? So. Hat er alles. Schön. Phew. So. Guck mal, hier hinten haben wir nochmal ein paar. Die scheinen aber keine Würmer zu besitzen, ne? Ja. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn wir hier ein bisschen aufräumen. Gucken wir jetzt nochmal Öl. Aber auch nur 4. Und das ist jetzt ganz schön weit weg. Weil die kommen ja von hier oben immer alle in so rauen Mengen. Wenn wir den hier so ein bisschen aufgeräumt haben, ist alles schöner. Alter, guckt euch das mal an. Alter, mittelgroße Würmer. Ob die noch größer gehen? Bestimmt, sonst würden die nicht mittelgroß heißen, ne? Sonst gäbe es kleine Würmer und große Würmer. Oh, oh. Ein bisschen was geedit. Gut, dass wir noch ein bisschen Muni dabei haben. Hier. Oh, oh, oh. Die spucken ja ganz schön fies. Ekelhaft dich. Hier ist noch mal ein bisschen Öl, da war auch nur 3. Ist noch mal eine ordentliche Portion Kupfi. Haben wir hier Würmer? Nein, das sieht doch gut aus. Können wir die hier einfach einmal eliminieren, die Jungs? So, jutta, jutta. Können wir mal? Dankeschön. Hat sie. Guten Tag. Zack. Haben Sie einen Moment Zeit, um über Menschen zu reden? Eure Götter und Erlöser. Oh, krass, da kommt ja viel raus jetzt. Zack. Kommt da mehr raus, wenn man die länger leben? Also wenn die... Je mehr man getötet hat, oder ist das Zufall jetzt?
Weiß ich gar nicht. Oh. Gucken wir mal, was uns hier noch so erwartet, ne? Gut, dass man auf der Minimap sieht, sonst hätte ich jetzt in diesem Wald bei Nacht furchtbar Angst, in so einen außerirdischen Lager reinzurennen und einfach zu sterben. Oben kommt nochmal jede Menge Kupfer. Mal so ein Mini-Dorf. Haben die Würmer? Haben die Würmer. That's what der Tierarzt sagt. So, sieht aber nicht nach Würmern aus hier. Hä? So. Oh, guck mal, da waren jetzt nur drei so Dinger drin. Oh, was ist denn hier los? Ihr kennt das jetzt ziemlich schlecht, aber das sieht nach einer Menge. Haben wir Dings dabei? Nicht so viel. Eisenplatten haben wir nicht dabei. Das sieht nach einer Menge Ölflecken aus hier. Auf der Minimap. Krass. Das hier sieht nochmal nach einem großen Lager aus. Im Wald. Mit mittelgroßen Würmern. Oh, nicht wenig. Heidenei. Heidenei. Ja, ja. So, ich bin ja jetzt auch... Sowas sind ja jetzt auch alles Optionen, weil ich ja nicht mehr so sehr auf Kriegsfuß mit den... Was war da los? Ah, dann ist einer verfolgt. Mit den Zügen stehe, seit ihr mir ja gesagt habt, dass man die auch einfach mit einer beidseitigen Lok bauen kann und dann nicht mehr so rummachen muss mit dem dusseligen... Boah, sind das riesige... Sind das große Dinger. Nicht mehr so rummachen muss mit dem... Mit den Schienen, mit dem lustigen, was ich da gemacht habe, mit der... Mit dem Wendekreis-Kack. Das ist eine ganz gute Idee. Deswegen bin ich der Option wieder geöffnet, noch mehr mit Zügen zu machen. So, wir haben uns fast gesund geheilt. Supi. Sammeln jede Menge Elfentechnologie, würde ich gerade sagen. Alien-Technologie natürlich. Wenn mir gerade auffällt, können wir auch einfach... Ach, wisst ihr was, machen wir nicht von Hand, so ein Scheiß. Könnten wir aber auch schon mal anzetteln, wa? Dann haben wir sie schon mal. Müssen wir mal gucken, was wir für den Fabrikator so brauchen. Oh, mal zwischenspeichern. Waren jetzt doch sehr erfolgreich unterwegs, was das Aliens töten angeht. Ah, kommen wir durch den Wald nicht durch. Hier sind wieder Würmer dabei. Mach doch mal so ein paar Dinger vielleicht. Ich kann die Würmerschüsse so ein bisschen fressen. So, auch nochmal Ölchen. Ich wollte ja eigentlich außen rum und wieder nach Hause, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es so ein riesiger See ist, ja. Oder... Oh, ist See der falsche Begriff. Müssen wir mehr sagen. Aua, warum... Au, 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 au. Warum denn... Oh. Okay. Ich gehe woanders hin. Ich entferne mich mal aus der Situation. Das sind ganz schön große Dörfer, sage ich mal. Wir müssten mal eine Armee aufstellen irgendwie. Leute rekrutieren, Waffen herstellen und dann... Gib ihm Feste. Ja, so oder so ähnlich. Sagt mal. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Oh Mann, der Finn wieder. Sag doch mal, Alien-Technologie... Dinger. Oder geht es einfach in einem... Bieg im Wald gefangen. Der kleine Finn verirrt sich im Wald. Wartet mal. So. Wir stellen das hier mal einfach hin. So, legt das aus der Hand und... Oh, kann man einfach so machen. Das ist doch Primi, bitte. Bum, bum, bum.
Das doch bitte supi. Das erforsche ich jetzt mal, das interessiert mich sehr. Die Effektübertragung. Noch keine Ahnung, was das soll. Sehe ich hier gerade auf der Minimap richtig, dass hier ein Ölfleck ist? Ein Ölfleck. Zum Weinen und zum Kotzen. Abwechselnd. Oder gleichzeitig. Ein bisschen dünnflüssiger dann. Ethan, jetzt ist aber mal gut. Hör mal auf mit dem Ekelscheiß. Ein Typ. So. Oh, Kupfer läuft. Cables sehen auch verhältnismäßig gut aus. Hier zumindest. Und wenn wir nochmal ranzoomen. Hier liegt alles voller Cables. Hier sind die Dings. Ah, ach, natürlich. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt haben wir hier. Die sind mit dem Rot natürlich klargekommen, aber mit dem blauen Fließband geht gar nicht mehr. Mit den gelben Armen. Das ist natürlich klar. Das hätte mir klar sein müssen. So, the lady. Und dann kann ich jetzt hier, passt mal auf, können wir einfach so machen. Das ist doch bitte gut. So. Können wir auch die gelben Arme für nehmen. So und so. Haben wir auch nochmal eine Verwendung für unsere Eisenkiste, von der ich sonst nicht wüsste, wo wir sie hintun. Schwupp, Alien-Technologie rein. Und mach mal die Lila-Fläschchen. Schön, dann haben wir schon mal Lila-Fläschchen auf Täschchen. Fläschchen im Täschchen. Kleines Fläschchen in mein Täschchen. Jetzt reicht das Kabel schon wieder nicht. Das fühlt sich an wie schlimme Gicht. Ich hoffe nicht. Nervt mich ein bisschen. Den ganzen Tag die Kabel leer sind. Mal hier noch ein paar mehr blaue Fließbänder. Schneller hier. Ich fürchte, das bringt uns nicht mehr viel. Das sind ein paar. Hör mal erstmal auf. Listen first mal ab. So, haben wir. Klauen uns mal hier nochmal ein paar blaue Roboter runter. Haben wir nämlich auch nicht mehr so viele. So. Ich überlege noch die ganze Zeit, wie wir das jetzt hier machen mit den Cables. Ob wir müssen. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Da kommen wir nicht mal hier genug an. Obwohl, wenn wir blaue Fließbänder, können wir da oben einfach nochmal mehr drauflegen, ne? Och, da kommst du aber nicht mehr gegen an, ne? Bei den roten geht's noch, aber bei den blauen so. Ja. Guckt euch das an. Guckt euch das an hier. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Punkt. Um nicht zu sagen, dass das nicht wenig ist. Wobei ich gerade noch die Idee habe, wir können ja einfach eine zweite Seite aufmachen. Und die hier auch dran führen. An der Nase dran geführt. Könnten wir einfach tun. Oder wir machen das lieber hier. Ich glaube, wir machen lieber hier unten nochmal Cable-Produktion. Wollen wir einfach hier? Wartet mal. Brauchen wir Geschwindigkeitsmodule für. Da brauchen wir erweiterte elektronische Schaltkreise für, wo wir sehr wenige von haben. Kennt ihr den Teufelskreis-Gag? Kommst du nicht wieder raus? Ja, wir machen es einfach jetzt. So. Ihr habt es ja bestimmt auch gemerkt schon inzwischen. Man kann verhältnismäßig leicht Sachen wieder abreißen hier. So. So. Komm, eine Dreier gönnen wir uns hier direkt. Und zwar da oben die. Ja. So.
Käbelchen, Käbelchen und Käbelchen. So, die Käbelchen wollen wir dann da drüben haben. Dort da. Dort, dort und dort. Und dafür brauchen wir aber hier, hier, hier und hier Kupfer. Das ist der Ruf der Natur. So. Und ich glaube, das gefällt mir doch beinahe gut. Und ich habe mir gerade überlegt, hier sind wir gar nicht angewiesen auf die Geschwindigkeitsmodule. Brauchen viel dringender die Mats. Nimm sie alle vier. Klappt das? Der Arm kommt nicht hinterher. Der rote Arm ist zu langsam. Geil. Da, noch ein. Kommt auch nicht so richtig hinterher, zwei rote Arme. Können die auch Module? Nein. Wie machen wir das? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Toll, und jetzt liegt hier alles voll. Dann gib die mal wieder her. Achso, die sind einfach voll. Deswegen nimmt der blaue Arm da so wenig. Gib die mal wieder her. Jetzt brauchen wir sie doch wieder hier. Mach einfach direkt beide rein. So. Ja. Wir werden uns jetzt direkt auch ein paar klauen und werden dann hier noch weiter uns den technologischen Fortschritt zugunsten, zunutze machen, meine ich. Aber jetzt mache ich hier schon wieder mit Sachen rum, die ich eigentlich gar nicht will. Wir wollten doch nur rote Fließbänder holen. Was haben wir gemacht? Krieg, Kupfercables, alles Mögliche. Dabei wollten wir nur schnell rote Fließbänder holen. Ah ja. Achso, nee, dann müssen wir aber noch Sachen jetzt mitnehmen. Wartet kurz. Was brauchen wir? Ich wollte noch ein paar Fabriken nachbauen. Eisenplatten sind Mangelware. Und wahrscheinlich Zahnräder werden auch wieder fehlen. Wartet. Nimm mal ein paar. Schwubbel die Wubbel. Hat da. So. Mach hier nochmal direkt nochmal ein paar. Platinen ist auch nie verkehrt. So. Seht ihr, können wir einfach nochmal neun Fabriken produzieren. Produktion. Wunderschön. Ja, und dann haben wir natürlich wieder, wie immer, nichts geschafft. Und aber trotzdem die Folge zu Ende gebracht. Ist das nicht herrlich? Es fehlten hier Stahlträger. Irgendwas ist ja immer, ne? Upsi. Oh, machen wir einfach so jetzt. Was ist hier mit den Stahlträgern los? Nicht das mit den Stahlträgern los. Das ist ja das Problem. Das ist das Problem, Leute, mit den Stahlträgern. Macht mich ein bisschen betroffen hoch. So, jetzt aber wirklich, ich bin schon wieder hier. Aber läuft doch, ist doch egal. Haben sie jetzt ja auch nicht eilig. Was sagt unser Stromi? Noch reichlich. Noch reichlich Strom übrig. Guckt mal hier. Easy peasy. Easy peasy. Goodie, meine Lieben. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotz meiner üblichen Organisiertheit wieder Spaß gemacht. Und wir werden uns dann wiedersehen beim nächsten Mal und werden dann hier hoffentlich mal spezial Laufbänder in Blau bauen. Was ist hier los? Was fehlt hier? Was ist hier schon wieder nicht richtig? Lass mich raten. Schmieröl. Schmiermittel. Richtig. Kein Schmiermittel für die blauen Bänder. Es ist ein Graus. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Factorio. Und tschüssli Müsli.